Ich möchte den Spinlaunch-Test im Oktober als Anlass nehmen, euch dieses Unternehmen heute ein wenig genauer vorzustellen. Darüber hinaus habe ich Neuigkeiten zur Asteroidenmission Lucy und leider habe ich auch schlechte Nachrichten zur ISS, wo die Besatzung Gefahr läuft, von Trümmern eines Satellitenabschusses getroffen zu werden. In der NASA tut sich auch einiges, das ich euch nicht vorenthalten möchte. Wenn dir meine Raumfahrtnachrichten gefallen, dann freue ich mich, wenn du Mars Chroniken abonnierst und dem Video einen Daumen hoch dalässt. Das hilft dem YouTube-Algorithmus zu verstehen, dass Raumfahrt für alle ist. Und wenn dir das nicht reicht und du mich mehr unterstützen willst, dann freue ich mich auch, wenn du mich mit deiner YouTube- oder Patreon-Mitgliedschaft unterstützt, damit ich den Kanal immer professioneller gestalten kann. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mars Chroniken. Mein Name ist Sirwan und ich habe die Raumfahrtnachrichten für euch. Also fliegen wir gleich los, dann kommen wir früher an. Bevor wir zu Spinlaunch kommen, habe ich noch einige Raumfahrtnachrichten für euch. Die NASA hat vor einigen Wochen eine Sonde mit dem Namen Lucy losgeschickt, die in den nächsten 12 Jahren 8 verschiedene Asteroiden im Asteroidengürtel und in den Jupiter-Lagrange-Punkten besuchen soll. Lagrange-Punkte sind in der Orbitalmechanik Punkte oder besser gesagt Räume, in denen sich die Schwerkraft von 2 oder mehr Körpern gegenseitig aufhebt. Somit können sich Objekte dort für sehr lange Zeit ohne viel Antrieb aufhalten. Kurz nach dem Start bemerkten die Crews, dass eine der 2 Solarpaneele nicht richtig eingerastet war. Im Augenblick funktioniert die Sonde einwandfrei und ist auf dem Weg Richtung Sonne für den ersten Flyby. Die Solarzellen produzieren genug Strom für den Moment. Aber es ist noch nicht ganz klar, ob und wie das eingerastete Solarpanel zukünftige Manöver beeinflussen könnte. Was genau dazu geführt hat, ist noch unklar. Wir sehen immer mehr solcher Missionen zu Asteroiden. Das indiziert, dass wir uns dem Zeitalter nähern, in dem wir Menschen dazu in der Lage sein werden, dieser abzubauen. Das wird immer wichtiger werden, denn irgendwann müssen wir aufhören, unseren schönen Planeten zu massakrieren. Unser Planet hat schon genug für uns getan. Jetzt wird es langsam Zeit, dass wir etwas für ihn tun. Das nächste Thema ist keine Satire. Es ist wirklich passiert. In einem Video, welches über die YouTube-Seite der NASA veröffentlicht wurde, ist die US-Vizepräsidentin Kamala Harris zu sehen. Die Hauptakteure darin sind besonders enthusiastische Kinder, die außergewöhnlich flüssige und eloquente Sätze raushauen. In dem Video geht es darum, dass Harris eine Handvoll Kinder zu sich bringen lässt, um ihnen mithilfe des Astronauten Shane Kimbrough auf der ISS einige inspirierende Lebensweisheiten mitzugeben. Schön und gut. Warum ich darüber berichte, ist, weil sie es für nötig befunden hat, die Öffentlichkeit anzulügen. Das Video und das Vorhaben sind ja nobel und lobenswert. Es ist immer cool, mit Kindern über Wissenschaft zu reden und sie dafür zu begeistern. Aber für dieses Video wurden Kinderschauspieler gecastet. Das Weiße Haus und Kamala Harris dementierten das. Aber YouTube hatte bestätigt, dass es sich bei den Kindern um Schauspieler handelt. Ich finde, das ist etwas, das nur weltfremden Menschen einfallen könnte. Es ist garantiert nicht so schwer, in den USA 4 oder 5 Kinder bzw. Jugendliche zu finden, die ehrliches Interesse an Raumfahrt haben. Durch das übertrieben Gespielte wirkt die ganze Sendung einfach nur wie eine hässliche Maskerade. Ich hoffe, Kindern und Jugendlichen ist das nicht so sehr aufgefallen und sie konnten es genießen und etwas daraus lernen. Das Konzept für die Show ist ja richtig cool, aber nicht mit Schauspielern. Und wenn, dann sollte man es zugeben und nicht elendig lügen. Sowohl Harris als auch die NASA haben einen harten Shitstorm über sich ergehen lassen müssen. Zu Recht, wie ich glaube. Was hältst du von dieser niederträchtigen Lüge? Am 15. November hat das Generalinspektorat der NASA eine Einschätzung über den Stand des Artemis-Programms veröffentlicht. Es ist überraschend ehrlich. Ihr werdet gleich sehen, was ich damit meine. Das Büro unterstellt der NASA und seinen Auftragnehmern Fehler bei der Kostenschätzung und Planung. Laut dem Bericht fehlen in den Kostenrechnungen 25 Milliarden US-Dollar. Diese führen zu einem SLS-Startpreis von 4,1 Milliarden US-Dollar. Außerdem hält es der Bericht nicht für realistisch, dass das SLS dieses Jahr noch abhebt. Obwohl die Rakete schon vollständig im legendären Vehicle Assembly Building der NASA im Kennedy Space Center auf seinen Testflug wartet. Weitere notwendige Tests wurden noch nicht durchgeführt. Daher wird SLS frühestens Mitte 2022 abheben. Das wiederum wird zu weiteren Verzögerungen in den darauf folgenden Missionen führen. Also sind Artemis 2 und 3 jetzt schon zu noch mehr Verspätungen verdammt. Ich habe das Gefühl, dass hier ein wenig Stimmung für SpaceX gemacht wird. Es werden Vergleiche angestellt, die SpaceX sehr gut dastehen lassen. Oder SpaceX ist einfach wirklich besser als alle anderen Player. Sag du es mir. Jedenfalls wird das Ziel, bis 2024 Menschen auf dem Mond zu landen, einige Jahre verzögert. Hier zeigt der Bericht mit dem nackten Finger und nennt den Grund für die hohen Kosten und die zahlreichen Verspätungen. Und zwar ist die Art und Weise, wie die NASA die Aufträge verteilt hat, schuld. Sie nennen als Grund die sogenannten Cost-Plus-Verträge bei Monopolisten. Diese seien problematisch, wenn die NASA mehr als nur eine Handvoll Missionen absolvieren möchte. Die Gesamtkosten des Artemis-Programms werden allein bis 2025 auf 93 Milliarden US-Dollar geschätzt. Das ist ungefähr das Budget der ESA für 2 Jahre oder ein Viertel von Österreichs Bruttoinlandsprodukt. Es wird der NASA empfohlen, besser zu planen und informiertere Schätzungen abzugeben. Und das kommt aus der NASA selbst, meine Lieben. Ich finde, das SLS ist ja eine coole Rakete, aber sie hat einfach keine Zukunft. Sobald die Verträge auslaufen, wird Starship betriebsbereit sein und es wird für die USA keinen Sinn machen, für jede Mission Milliarden auszugeben, wenn sie es für wenige Millionen haben können. SpaceX's Starship soll laut Elon Musk für 2 Millionen US-Dollar starten. Konservativ sagen wir mal, ein Start kostet 10 Millionen US-Dollar. Das wäre noch immer ein Viertel eines Prozents einer SLS-Mission. Das heißt, mit dem Budget einer SLS-Mission könnte man Starship 400 Mal starten. Und lehnt man sich für diese Rechnung an Elons Schätzung, könnte man für das Budget einer Artemis-Mission Starship über 2000 Mal starten. Das ist ja nichts Persönliches. Aber ganz objektiv betrachtet wird das SLS nicht das nächste Jahrzehnt erleben. Übrigens, ich habe eine Ausgabe gemacht, wo ich mit Aeneas das SLS technisch kritisiere. Ich verlinke dir das Video hier in der Infobox. Und den Bericht verlinke ich in der Videobeschreibung unten. Bist du noch auf der Suche nach einem coolen Weihnachtsgeschenk? Dann habe ich genau das Richtige für dich. Der neue Mars Chroniken Merch Shop ist online. Dort findest du auch Senkrechtstarter und Mondgeflüster-Merch. Wir haben uns zusammengetan, um euch ein besseres Shopping-Erlebnis zu bieten. Mit dem Gutscheincode in der Videobeschreibung erhältst du bis Weihnachten einen Rabatt von 10%. Viel Space beim Shoppen. Auch verspätet ist Boeing Starliner. Die Crew-Kapsel hätte im Juli 2021 zum zweiten orbitalen Testflug antreten sollen. Der erste war katastrophal schiefgegangen, weil sie zu viele Softwareprobleme hatten. Vor dem Start der zweiten Mission passierte das Nauka-Drama auf der ISS. Das ist die Aktion, wo das Andocken des russischen Moduls dazu geführt hatte, dass sich die ISS mehrfach um die eigene Achse dreht. Verständlicherweise konnte die Kapsel da nicht starten, da sie ja genau dorthin muss. Als die ISS wieder stabil war und die Atlas V starten konnte, wurden Fehler mit den Ventilen festgestellt und der Start wurde abgebrochen. Es war Wasser in die Navigationsdüsen und Ventile geraten. Das führte dazu, dass die Atlas V, die für Starliners Flug geplant war, nun für Lucy verwendet wurde. Boeing weiß noch immer nicht, was das Problem verursacht hat. Deswegen wird Starliner mehr als 7 Jahre nach dem ersten geplanten orbitalen Testflug, also erst Mitte 2022 starten. Ich hoffe mal, dass sie alles in den Griff bekommen. Ich bin echt gespannt, wie lange das dauert. The Mars Society hat ihre jährliche Vollversammlung abgehalten. Ich muss euch ehrlich sagen, ich fand es etwas langweilig. Dr. Robert Zubrin hat einen langen Monolog gehalten. Darin ging es hauptsächlich darum, was SpaceX dafür macht, dass wir bald auf dem Mars sind. Seitdem wurden einige Keynotes bzw. Präsentationen einzeln hochgeladen. Auch die analoge Mars-Mission Amadee 20 in der israelischen Negev-Wüste unter österreichischer Schirmherrschaft war Thema eines Videos. Wenn du gerne mehr dazu wissen möchtest, ich hatte Olivia Haider vom österreichischen Weltraumforum bei mir zu Gast, bevor die Mission losgegangen ist. Ich verlinke dir das Interview hier in der Videobeschreibung unten. Beim nächsten Thema vergeht mir echt alles. Laut den Angaben, die ich finden konnte, hat Russland im Rahmen eines Tests einen eigenen Satelliten mit einer Rakete abgeschossen. Ich bin ja der Meinung, dass jeder tun soll, was er oder sie für richtig hält. Aber nicht, wenn dadurch Menschenleben gefährdet werden. Abgesehen von den Menschen auf der ISS wurden die ISS selbst und die chinesische Raumstation auch in Gefahr gebracht. Dazu habe ich leider keine genaueren Infos. Es ist auch nicht das erste Mal, dass so etwas vorkommt. Auch China hat einen ähnlichen Test im Jahr 2007 veranstaltet. Diese Schrottwolke wird vermutlich erst Ende des Jahrhunderts deorbiten. Indien und die USA haben auch schon solche Tests gemacht. Nur nicht letzte Woche, deswegen wird das gerne vergessen. Der Abschuss hat angeblich ein Schrottfeld mit rund 1500 Einzelteilen erzeugt. Als das bekannt wurde, haben sich die Astronauten auf der ISS in ihre Soyuz- bzw. Dragon-Kapseln zurückgezogen und sich für eine Evakuierung bereitgehalten. Die Crew auf der ISS zieht sich in ihre Kapseln zurück, wenn die Möglichkeit einer Kollision größer als 1 zu 100.000 ist. Ohne die Dummheit dieser Aktion klein zu reden, denkt sich der Optimist in mir Folgendes. Je kleiner ein Gegenstand im niedrigen Erdorbit, desto höher ist der Luftwiderstand, der es bremst und zurück zur Erde schickt. Das hat etwas mit dem Verhältnis von Oberfläche zur Masse des Objekts zu tun. Der Luftwiderstand steigt zum Quadrat, je geringer die Masse eines einzelnen Objekts wird. Also werden die Einzelteile vermutlich schneller in der Erdatmosphäre verglühen, als wenn der Satellit intakt geblieben wäre. Der Nachteil allerdings ist, dass die Teile unkontrollierbar sind und dadurch eine große Gefahr für den erdnahen Orbit darstellen. Die Fragmente, die im gleichen Orbit geblieben sind oder sogar in tieferer Orbit geschleudert wurden, sind schneller weg. Probleme machen die Fragmente, die bei dem Einschlag beschleunigt und in höhere Orbits geworfen wurden. Denn die sind nicht nur schneller und auf chaotischen Bahnen unterwegs, sondern sie werden auch länger oben bleiben, als es der ganze Satellit getan hätte. Die Vermutung liegt nahe, dass die Russen diese Mission versemmelt haben. Würde man einen Satellit frontal mit einem gleichen oder ähnlich schweren und schnellen Projektil treffen, könnte man vielleicht einen großen Teil der Energie wegnehmen und nur sehr wenige der Fragmente hätten überhaupt noch orbitale Geschwindigkeiten. Aber da es nun eine Trümmerwolke gibt, können wir annehmen, dass der Satellit von hinten oder von der Seite getroffen wurde. Das sind natürlich Vermutungen, ich weiß da nichts Genaueres. Und danke Adrian für deine Hilfe in dieser Angelegenheit. Also bitte, liebe russische Regierung, hört auf damit. Damit bringt ihr nicht nur andere, sondern auch euch selbst in Gefahr. Warum muss euch das ein kleiner YouTuber sagen? Um nicht nur eine Seite zu beleuchten, möchte ich schon noch sagen, dass die Russen das vermutlich nicht gemacht hätten, wenn Spionagesatelliten kein Thema wären. Daher finde ich es heuchlerisch, wenn US-Politiker oder der US Space Command auf entsetzt tun und mit dem Finger zeigen. Was sagt uns das? Wir sollten im Weltraum alle mit offenen Karten spielen und einander vertrauen. Wir sollten an einem Strang ziehen und nicht versuchen, die Konkurrenz auszulöschen. Wenn wir schon bei der ISS sind, die Crew 2, zu der auch der ESA-Astronaut Thomas Pesquet gehört, ist nach 199 Tagen im All sicher in ihrer SpaceX Dragon-Kapsel Endeavour zurück zur Erde gekehrt. Diese Crew hätte die neu ankommende Crew 3 auf der ISS treffen sollen. Aber aufgrund einiger Verzögerungen beim Start haben sich die beiden Crews verpasst. Da eine Rückkehr auf die Erde immer spektakulär ist, möchte ich euch gerne diese Bilder zeigen. Nach der Trennung von der ISS zündete die Kapsel ihre Draco-Triebwerke für 42 Sekunden, um sich von der ISS zu entfernen und den Orbit zu senken. Dann wurden sie ein zweites Mal für rund 16 Minuten gezündet, um die Kapsel so sehr abzubremsen, dass sie wieder in die Erdatmosphäre eintritt. Die Kapsel tritt wie ein Meteorit in die Erdatmosphäre ein. Mit über 25.000 km/h und dem Hitzeschild voran entstehen in dieser Phase Temperaturen von rund 5.500 Grad Celsius. So bremst die Kapsel auf etwa 600 km/h herunter, bevor die Drogue-Fallschirme geöffnet werden. Diese bremsen die Kapsel auf etwa 200 km/h herunter und erst hier werden dann die 4 Hauptfallschirme geöffnet. Man sieht sehr schön, wie sich die Fallschirme allmählich aufblähen. Das ist, damit die Kapsel langsam und nicht ruckartig abgebremst wird. Wir sehen, dass eine der 4 Fallschirme etwas länger gebraucht hat, um sich aufzublähen. Aber das war alles im Rahmen. Außerdem würden auch 3 Fallschirme reichen, um sicher zurückzukehren. Zur Landung standen mehrere Zonen zur Auswahl. Erst lange nach der Trennung von der Raumstation wird unter Berücksichtigung vieler Faktoren die finale Landezone bestimmt. Faktoren, die da mitspielen, sind unter anderem das Wetter, aber auch die Beschaffenheit der Wasseroberfläche. Als erste verließ die Pilotin Megan MacArthur die Kapsel. Darauf folgte der Kommandant der Kapsel, Shane Kimbrough. JAXA-Astronaut Aki Hoshide war Dritter und Thomas Pesquet verließ als letzter die Kapsel Endeavour. Hier sehen wir wunderbar, wie sehr die Dragon beim Wiedereintritt gegrillt wurde. Eine nicht so gegrillte Kapsel, die frisch aus der Verpackung geholt wurde, war die neue Dragon-Kapsel Endurance. Diese brandneue Kapsel war für die Crew 3 designiert und brachte am 11. November die Astronautin und die 3 Astronauten mit Hilfe einer Falcon 9, ebenfalls aus dem Hause SpaceX, sicher zur ISS. Der Start erfolgte vom Launchkomplex 39A im Kennedy Space Center in Florida. Die Crew besteht aus dem Kommandant Raja Chari, dem Pilot Thomas Marshburn, der erst 33-jährigen Missionsspezialistin Kayla Barron und dem deutschen ESA-Astronaut Matthias Maurer, der jetzt als Held und Vorbild gefeiert wird. Ich bin auch ein Riesenfan von Matthias. Matthias ist auch der erste Deutsche, der in einer SpaceX-Kapsel sitzt. Alex Gerst ist noch mit der russischen Sojus geflogen. Wie es die Tradition will, bekommt jede astronautische ESA-Mission einen eigenen Namen. So hat Maurers Mission den Namen Cosmic Kiss bekommen. Die Falcon 9, die zum zweiten Mal zum Einsatz kam, brachte die Endurance in eine niedrige Erdumlaufbahn und trennte sich und landete auf dem neuen Drohnenschiff A Shortfall of Gravitas, 535 Kilometer vor der Küste von Florida. Die Kapsel näherte sich in rund 22 Stunden an und dockte automatisch an die ISS. Die 4 Crewmitglieder werden während der 6 Monate andauernden Mission eine breite Palette an wissenschaftlichen Experimenten durchführen, bevor sie von der nächsten Crew abgelöst werden. Die Crew wurde freundlich empfangen. Alles andere hätte mich auch stark gewundert. Die Neulinge haben ihre Abzeichen für im All gewesene Astronauten bekommen. Es wurden Fotos gemacht und Nettigkeiten ausgetauscht. Witzigerweise ist der Kommandant der Mission Raja Chari auch ein Neuling. Finde ich cool, dass es möglich ist, als unerfahrener Astronaut so viel Verantwortung zu bekommen. Bei der Willkommenszeremonie wurde auch Josef Aschbacher, der ESA-Generaldirektor, zugeschaltet. In 6 Monaten wird Matthias an die italienische ESA-Astronautin Samantha Cristoforetti übergeben, was er von Thomas Pesquet übernommen hat. Damit befinden sich wieder 7 Menschen auf der ISS. Ist doch schön, oder? Wer nicht genug bekommt, der kann mich auch gerne auf Twitter, Instagram und TikTok besuchen. Dort versorge ich euch mit kleinen Häppchen Raumfahrt für unterwegs. Alle Links in der Videobeschreibung unten. Und jetzt kommen wir endlich zu Spinlaunch. Ich habe Spinlaunch entdeckt, als sie Ende Oktober ihren ersten großen Testflug in der Nähe vom Spaceport America in New Mexico durchgeführt haben. Ihr Konzept adressiert das Problem, dass bei Raketenstarts die erste Stufe so viel Energie in Form von chemischer Verbrennung benötigt. Sie wollen diesen Teil des Raketenstarts durch elektrische Energie ersetzen. Und so funktioniert das Ganze. Die Rakete samt Nutzlast wird komplett in 2 Schalen aus Kohlenstofffasern gehüllt. Dieses gesamte Paket bekommt dann noch eine Nasenspitze aus Metall. Ich weiß leider nicht welches Metall, aber es muss hitzebeständig sein. Diese gesamte Struktur wird am Ende eines 45 Meter langen Arms in der Zentrifuge platziert. Die Zentrifuge für das orbitale System soll einen Durchmesser von 100 Meter haben. Der Austrittswinkel kann je nach Wunsch geändert werden, indem die gesamte Zentrifuge bewegt bzw. ausgerichtet wird. Beim Test im Oktober kam nur eine ungefähr halb so große Vakuumkammer zum Einsatz. Jedenfalls wird der Arm mit Hilfe von elektrischen Motoren in Rotation versetzt, bis die notwendige Geschwindigkeit erreicht ist. Beim orbitalen System wird der Arm in 1,5 Stunden auf die notwendigen 450 Umdrehungen pro Minute oder kurz RPM gebracht. Davor muss die Kammer aber abgepumpt werden. Bei diesem Vakuum handelt es sich nicht um ein perfektes Vakuum. Hierbei spricht man von einem Medium-Level-Vakuum. In einer Stunde kann man eine solche Kammer auf so ein Level bringen. Und mit einem ausgeklügelten Schleusensystem kann man vielleicht hier einiges an Zeit einsparen. Aber dieses System ist alles andere als langsam. Sobald die notwendigen RPM erreicht sind, hat der Arm 1 Millisekunde Zeit, um die Rakete loszulassen. Der Austrittsschacht ist mit einer dünnen, membranartigen Folie versiegelt, sonst würde das ganze Luftabpumpen nichts bringen. Die Rakete durchbricht diese Barriere mit 8000 km/h und fliegt mit dieser Geschwindigkeit in dieser Konfiguration auf eine ähnliche Höhe, wo zum Beispiel auch SpaceX ihre erste Stufe abwirft. Wenn die Rakete ungefähr auf 70 oder 80 Kilometer Höhe ist, öffnen sich die Schalen und die erste Stufe beginnt zu brennen. Diese wird natürlich abgeworfen, bevor die zweite Stufe beginnt zu feuern. Dieser Teil der Rakete ist nicht unbedingt besonders aufsehenerregend oder neu, aber bis zu diesem Punkt ist alles mehr oder weniger neu. Bevor wir zum ersten Testflug kommen, möchte ich euch noch zeigen, welche ähnlichen Konzepte es noch gab bzw. gibt. Zum einen gibt es natürlich die Railguns, aber das ist eher für militärische Zwecke sinnvoll, sofern militärische Zwecke sinnvoll sein können. Jedenfalls wird dafür viel zu viel Energie benötigt. Zum anderen gibt es noch das Projekt HARP, was für High Altitude Research Project steht. Dabei wurde ein Projektil in einem verlängerten Waffenlauf auf über 8000 km/h beschleunigt. Durch die enorme Geschwindigkeit beim Austritt entsteht, wie wir hier auf den Aufnahmen vom Testflug sehen, extreme Hitze. Dafür hat die Rakete die schützende Schale aus Kohlefasern. Sie spezialisieren sich einfach darauf, Dinge mit Zentrifugen ins All zu schicken. Es scheint möglich zu sein. Für astronautische Missionen ist das vorerst einmal nicht unbedingt geeignet, denn bei diesem System entstehen bis zu 10.000 G. Das bedeutet, dass die 10 Tonnen schwere Rakete beim Start 100.000 Tonnen wiegt, bzw. dass die dementsprechenden Kräfte darauf einwirken. Spinlaunch hat in Reihen von Tests festgestellt, dass herkömmliche Konsumentenelektronik solchen Kräften standhalten kann. Viele unserer Handys und Tablets würden einen solchen Start überleben. Ihr Geschäftsmodell sieht vor, dass sie auch die Entwicklung und den Bau der Satelliten übernehmen. Also bieten sie das volle Programm an. Der Käufer müsste die Entwicklung aus der Hand geben, aber dafür würde er oder sie einen viel günstigeren Start bekommen. Sie wurden 2015 gegründet und haben seitdem in meinen Augen viel geschafft. Spinlaunch verlangt 500.000 US-Dollar pro Start und behauptet, 5 Missionen am Tag mit einer Nutzlast von je 200 Kilogramm durchführen zu können. Und wie könnte es auch anders sein? Während ihre suborbitale Testanlage in New Mexico steht, ist ihr Hauptquartier in Long Beach in Kalifornien. Dort haben sie, wie es scheint, auch andere Zentrifugen in verschiedenen Größen. Das noch recht kleine Team hat viel auf die Beine gestellt. Sie haben starke Investoren, darunter Airbus Ventures und meiner Meinung nach ein interessantes Konzept mit viel Potenzial. Und zur provokanten Betitelung dieses Videos möchte ich sagen, nein, sie werden SpaceX nicht so schnell vom Markt drängen. Ich kann mir einige Einsatzbereiche für Spinlaunch vorstellen. Zum Beispiel könnten sie mit dieser Methode sehr schnell sehr viele Satelliten ins All schicken. Das ist besonders interessant für Megakonstellationen. Und diese sind jetzt stark im Kommen. Sie arbeiten auch an eigener Elektronik, eigenen Antrieben, Batterien und Solaranlagen für Satelliten. Aber auch auf dem Mond könnte diese Methode interessant sein. Denn dort ist der Treibstoff knapp und Solarenergie zuhauf vorhanden. Die Anziehungskraft auf dem Mond ist auch wesentlich geringer und Atmosphäre gibt es sowieso keine. Also kein mühsames Vakuumpumpen. Jetzt, wo die Testkammer im Betrieb ist, werden wir im Jahr 2022 viele weitere Tests mit verschiedenen Geschwindigkeiten und Austrittswinkeln sehen. Bei dem ersten Test wurde das Projektil nur zu 20% beschleunigt. Ich freue mich auf die Tests und wünsche Spinlaunch das Beste. So. Und jetzt möchte ich mich noch einmal gerne bei all meinen Patrons und YouTube-Kanalmitgliedern für eure Unterstützung bedanken. Danke euch! Ihr macht es möglich, dass ich diesen Kanal immer professioneller betreiben kann. Mit dieser Meldung kommen wir auch schon zum gesponserten Teil der heutigen Ausgabe. Ich habe mir einen Medienpartner ins Raumschiff geholt. WADA möchte sich auch mehr mit diesem Nischenthema befassen, da sie Raumfahrt auch als ein sehr wichtiges Thema empfinden. Dort findest du auch andere interessante Artikel zu den Themen Nachhaltigkeit, Lifestyle, Technik, Musik und vieles mehr. Es gibt laufend Gutscheine, Gewinnspiele und zahlreiche andere coole Beiträge. Also schau gerne mal rein. So meine Lieben, damit war es das heute wieder von meiner Seite. Ich sage herzlichen Dank fürs Einschalten und bis bald auf dem Mars.